Hallo liebe Freunde, Gäste, YouTuber, Neugierige. Es ist Sonntag, der 10. Januar. Mal wieder etwas Neues vom Hotel Maritim Playa. Solange ihr uns jeden Sonntag seht, geht's uns gut. Wir leben, wir kämpfen, wir sind weiter geöffnet und wir sind hier auf Gran Canaria. Seht den wunderschönen Ausblick hinter mir. Von unserer 8. Etage auf den Meer. Die Sonne scheint. Es ist 10 Uhr morgens. Nachdem die letzte Woche doch das Wetter einige Kapriolen geschlagen hatte, wir hatten starke Windböen gehabt, wir hatten Regen. Und am Ende des Videos werde ich euch mal mit in die Berge von Gran Canaria nehmen. In 45 Jahren habe ich diese Berglandschaft selten so wasserreich gesehen. Jetzt jedoch, bevor wir heute zu den Themen des Tages kommen, die Daten aus unserem Hotel. Jeder will wissen, wie geht's euch? Uns geht's noch gut. Obwohl, ab und zu ist schon mal der Kopf etwas gesenkt. Die Reisewarnung macht uns arg zu schaffen. Aktuell haben wir im Hotel 40 Gäste. Aber jetzt ab Montag, ab morgen, wird es konstant weniger. Wir werden Ende nächster Woche liegen bei knapp 20 Gästen im Haus. Aber diese 20 Gäste haben wir einige dabei, die bis Ende Februar bleiben, die bis in den März hinein bleiben und sogar unser längster Gast bleibt bis zum 30. Juni. Es lohnt sich also. Und was schön ist, dass gerade auf mein Video jede Woche immer mal wieder Gäste anderer Hotels vorbeikommen, mir gratulieren und sagen, euer Video vom Maritim Playa hat mich bewogen, nach Gran Canaria zu kommen. Die haben alle die beste Entscheidung getroffen, die man nur machen kann. Weg von Deutschland, rauf auf unsere Insel. Und rauf auf unsere Insel ist immer damit verbunden, wie sind eure Zahlen hier auf Gran Canaria, auf den Kanarischen Inseln. Es sieht wesentlich freundlicher aus. Teneriffa hat es so mehr oder weniger in den Griff bekommen mit ihren Infektionszahlen. Aktuell liegt Teneriffa bei 65. Gran Canaria ist etwas mehr geworden. Hier liegen wir bei 56. Die ganzen Kanaren aktuell bei 64. Und wen es interessiert, San Bartolomé de Tirajana, hier unsere Gemeinde, 56.000 Einwohner, unsere Inzidenzzahl 5,6 auf 100.000. Ihr seht, es geht uns wesentlich besser als den Rest Europas. Also packt die Koffer, kommt auf unsere Insel, lasst euch nicht abschrecken. Was ist sonst noch die Woche über passiert? Durch die laufend fallenden Belegungszahlen ist leider ein sehr trauriger Schritt notwendig gewesen. Wir mussten wieder 6 unserer Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Meine Hoffnung ist, sie so schnell wie möglich wieder dort herauszuholen. Aber zum Wohl der restlichen Mitarbeiter, die an Bord sind, war es einfach nötig und die einzige Alternative, die uns geblieben ist. Es ist traurig, denn die Sorge hier ist, wie lange braucht der spanische Staat, bis er die Papiere bearbeitet hat und wann bekommen unsere Mitarbeiter dann ihr erstes Geld? Wir fangen auf, soweit es geht, indem wir Urlaubstage auszahlen, auch Urlaubstage im Voraus schon vergüten, denn irgendwann werden sie alle wieder bei uns an Bord sein. Also macht euch da mal keine Sorgen um die lieben Mitarbeiter. Wir haben es im Griff und wir helfen jedem so weit und so viel es überhaupt nur möglich ist. Das Weitere der Woche, was gibt es Mittwoch unter Abend der deutschen Küche? Es gibt knusprige Ente mit Semmelklößen und Rotkohl. Ihr seht unten eingeblendet unsere Telefonnummer, bitte reserviert rechtzeitig. Ja, und dann am Montagabend spielen wir Bingo in unserer Hotelbar und Freitagabend ist dann wieder der Rockabend ab 8 Uhr abends. Eine Veränderung der Ausgangszeiten auf Gran Canaria ist ab heute amtlich. Das heißt, 11 Uhr abends müssen wir alle zu Hause sein. Wir schließen unsere Hotelbar deswegen 10.30 Uhr, damit Esperito, unser schneller Kellner aus der Hausbar, noch genug Zeit hat, rechtzeitig zu Hause in Vincendario zu sein. Warum diese Verschärfung der Maßnahmen, ist nicht ganz nachvollziehbar. Wenn man das auf den Rest Europas überträgt, wir müssen abends um 11 zu Hause im Bett sein, dann dürfte der Rest Europas gar nicht aus dem Bett rauskommen. So hoch sind dort die Zahlen. Also, wir schlucken es, wir halten uns daran, es wird 14 Tage andauern, mal sehen, wie es sich bis dahin ergibt. Nichtsdestotrotz, unsere Insel lädt ein zum Strand,
so ruhig wie nie zuvor. Ihr habt Platz, ihr habt tolles Wetter. Also lasst euch bei uns blicken. Und auch die Frage mit diesen Antigentests oder PCR-Tests kann ich tolle Daten liefern. Wir haben im Laufe der letzten Woche über 100 Personen getestet. Nicht wir vom Hotel Maritim Pleier, aber wir fahren die Gäste in das Testzentrum. Wir bleiben dabei, bis der Test erledigt ist. Wir bringen sie wieder nach Hause hier bei uns ins Hotel oder in die verschiedenen Hotels, wo sie herkommen. Und wir kümmern uns darum, dass der Test pünktlich bei uns in der Rezeption liegt und abgeholt werden kann. Über 100 Gäste. Davon waren 25 Gäste unseres Hotels, 75 Gäste von außerhalb. Ihr seht also, es geht nicht nur ums Maritim Pleier. Es geht einfach um die Insel. Und diese Insel ist es wert zu kämpfen. Ich bedanke mich bei euch. Und jetzt geht es weiter mit unserem Hauptthema. Und hier habe ich einen sehr interessanten Gast eingeladen, der etwas erzählen will und Daten gibt von einem Problem, was doch der eine oder andere hinterfragt haben möchte. Es geht um Immobilien. Kaufen, verkaufen, was muss ich beachten? Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Seht euch die nächste Reportage an und anschließend am Ende vor allem die wunderbaren Videos von unserer grünen Insel mit Wasserfällen. Ciao und tschüss. Ja, und nach dem News aus unserem Hotel, heute zu unserem Schwerpunktthema. Ich habe mir heute Hilfe geholt, denn es soll nicht jede Woche Maritim, 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 was hat Maritim gemacht, was plant Maritim, sondern wir gehen mal ein bisschen über die Dörfer. Und heute ein Thema, wo ich oft angesprochen werde: Ich möchte auswandern, ich möchte mir Eigentum auf Gran Canaria kaufen. Und nichts besser als dafür, einen Fachmann an meiner Seite zu haben. Marc Heidenthal, er kommt von Sunrise Immobilien. Wir arbeiten lange Jahre miteinander zusammen, seine Frau ist bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und er ist mit Sicherheit der Fachmann, der jetzt mir alle Fragen für euch beantworten kann. Ja, Marc, von meiner Seite erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuschauer und natürlich auch danke an dich für die Einladung hier ins Maritim Pleier. Immer eine Ehre, hier zu sein. Sind ja schon fast wie Familie sozusagen, ja. Nicht? Genau. Marc, Leute wollen Eigentum kaufen. Ja. Warum erstmal ein Immobilienbüro? Warum nicht hier Zeitungsannoncen durch die Gegend tingeln? Naja, ich sag mal, das große Problem ist ja scheinbar alleine schon die Sprache. Da muss man natürlich auch der spanischen Sprache mächtig sein. Man sollte die Dokumente verstehen können und dann rate ich immer dazu, also einen Fachmann an seine Seite zu nehmen. Das kann natürlich auch ein Rechtsanwalt sein oder sonst irgendjemand, der sich gut auskennt. Aber ein Makler hat schon die entsprechende Marktkenntnis eben auch, dass er eben auch genau weiß, wie die Preislagen hier im Süden von Gran Canaria sind. Und von daher ist das immer empfehlenswert. Ja. Bevor wir dann anfangen, irgendein Wunschobjekt zu suchen, muss man sich klar sein, was will ich denn haben? Genau. Ein kleines Apartment, genau. Ein Bungalow oder genau. Eine große Villa? Gut, das ist immer ganz interessant, manchmal zu beobachten. Ich habe also verschiedene Kunden im Kundenstamm, die sind mit der Suche eines Apartments auf mich zugekommen und am Ende haben sie eine ganze Villa gekauft, weil dann doch durch die Beratung und durch das Zeigen der Objekte dann vielleicht doch klar wurde, dass man eigentlich was ganz anderes wollte. Also deswegen, auch da ist es immer gut, wenn man einen Makler an seiner Seite hat, der einem dann auch vielleicht so ein bisschen die Augen öffnet und einfach so ein bisschen mal das, die Marktkenntnis übergibt und auch mal so ein bisschen Ideen gibt, was es alles auf dem Markt heute hier auf Gran Canaria zu kaufen gibt. Ne? Ihr seht, ich habe mir einen Spickzettel gemacht, denn all meine Fragen, die ich habe, die kann ich mir nicht im Kopf behalten. Erste Frage, die ich zu dir habe, Auskunft beim Grundbuchamt. Mhm. Warum, weshalb, wieso? Das ist natürlich immer das A und O, das machen wir grundsätzlich bevor. Also unsere Kunden irgendetwas reservieren, anzahlen oder bezahlen, wird grundsätzlich erstmal von uns Prüfungen unternommen. Das erste ist natürlich das Grundbuchamt anzufragen, um zu sehen, ob der angebliche Verkäufer auch wirklich der eingetragene Verkäufer ist, denn das kann ja manchmal jemand anders auch sein. Um zu sehen, ob es dort Hypotheken gibt auf der Immobilie, die dort eine Belastung eingetragen haben oder auch gar vielleicht irgendwelche Schulden eingetragen sind, Embargos, sonstige Sachen, auch Wegerechte, ist auch so ein Thema. Das sollte eigentlich ein Kunde einfach wissen, bevor er etwas bezahlt, wie es um seine Immobilie, die er erwirbt, steht. Also ich kann aus 45 Jahren Erfahrung Gran Canaria erzählen, dass ich Bekannte habe oder Menschen auf mich zugekommen sind, die haben ein Apartment
mal ganz ehrlich gesagt, auf Klopapier gekauft. Da wurde was geschrieben, hin und her gekritzelt, Geld von links nach rechts. Und am Ende standen sie davor und es standen noch zwei andere daneben, die sagten, das ist meins und das ist meins. Alles das hier ist auf Gran Canaria schon vorgekommen. Ich habe oftmals den Fall, auch heute noch, gerade wenn Verkäufer auf mich zukommen, die ihre Immobilie verkaufen wollen, und ich dann in die Unterlagen schaue, da sehe ich dann plötzlich eine Hypothek eingetragen in den Unterlagen, die gar nicht den jetzigen Verkäufer betreffen, sondern den davor. Was ist nämlich passiert? Die haben den vielleicht privat gekauft und haben dann nicht darauf geachtet, dass die Hypothek, die vorher der Erstbesitzer hatte, abgelöst wird. Ja. Und das wird natürlich im Grundbuch dann übertragen auf den nächsten Besitzer. Und somit haben die jetzt heute die Problematik nachzuweisen, dass diese Hypothek bezahlt oder gar erloschen ist. Ja, denn hier in Spanien ist es so, wenn Sie eine Hypothek auf eine Immobilie aufnehmen, die Hypothek zurückgezahlt haben, müssen Sie sich als Eigentümer darum kümmern, dass Richtig. Die Bank die Hypothek löscht. Genau. Sie müssen bei der Bank, mit der Bank zu einem Notar gehen, dort eine Löschungsurkunde unterschreiben und diese auf dem Grundbuchamt einreichen. Genau so ist es, ja. Und das ist immer ein Missverständnis, gerade bei deutscher Kundschaft, weil in Deutschland geht es etwas anders. Da ist es so, dass dann halt die Bank sich um den Austrag dort kümmert. Das ist hier leider nicht so. Da muss man sich in der Tat als Verkäufer selber darum kümmern, dass das auch wirklich ausgetragen wird. Dann, nächster Schritt, den wir haben. Ich habe jetzt ein Bungalow gefunden, ich habe ein Apartment gefunden als neuer Insulaner und ich muss zur Polizei. Warum? Ja. Also grundsätzlich müssen alle ausländischen Immobilienbesitzer hier eine NIF-Nummer, eine Steuernummer erwerben oder erhalten. Dazu muss man hier zur Polizei, das ist die Behörde, die das hier für die Nicht-Residenten oder für die Ausländer eben ausstellt. Aber da sind wir natürlich auch gerne behilflich, bei unseren Kunden da die Termine zu machen oder eben den Weg zu öffnen, um diese Steuernummer zu erhalten. Ist keine große Sache, aber es ist obligatorisch, die muss auf jeden Fall vorliegen. Genau, der nächste, den wir brauchen in Spanien, neben einem Immobilienbüro, neben einer Polizeianmeldung für die Steuernummer, wir brauchen eine Gestoria oder ein Steuerbüro. Ist immer vorteilhaft, denn auch die haben etwas zu erledigen für uns. Was? Genau, das ist auch eine weitere Obligation für nicht-residente Immobilienkäufer in Spanien, dass man einen Steuerrepräsentanten benennen muss. Der Steuerrepräsentant könnte im Prinzip jeder x-beliebige Resident, Steuerresident in Spanien sein. Meine Empfehlung ist aber immer, ein Steuerbüro einzuschalten, weil es gibt auch im Folge der Immobilienabwicklung später ja auch noch Kaufnebenkosten zu zahlen und dann später auch noch irgendwelche anderen Steuern, die jährlich zu entrichten sind. Deswegen braucht man einen Steuerberater schon an seiner Seite. Und da ist eben meine Empfehlung, gleich beim Kauf schon diesen Steuerrepräsentanten, Steuerberater zu benennen, der dann in Zukunft diese Sache für einen erledigt. Jawohl, was haben wir dann noch? Dann kam ich auf die Bank. Viele Fragen. Muss ich jetzt in Spanien Bankkonto aufmachen? Ich muss ja Steuern bezahlen, ich muss Strom bezahlen, ich muss Wasser bezahlen, ich muss Comunidad bezahlen, ich muss die Grundsteuer bezahlen, die Müllabfuhr bezahlen. Es kommen so viele Zahlungen auf mich zu. Ich wohne in Deutschland. Und wie kann ich das machen? Brauche ich ein Bankkonto, ja oder nein? Früher war das in der Tat so, dass man ein spanisches Bankkonto brauchte. Das ist im Rahmen des SEPA-Verfahrens in Europa Gott sei Dank abgestellt. Das heißt, es ist für uns keine Notwendigkeit mehr, dass der Immobilienkäufer hier ein eigenes spanisches Konto eröffnet. Er kann durchaus für alle Zahlungen, die mit der Immobilie zusammenhängen, sei es die Grundsteuer, sei es die Müllabfuhrgebühr, sei es Strom, Wasser und auch die Hauskosten, dieses Hausgeld, diese Comunidad, kann er alles über sein deutsches Konto laufen lassen. Es gibt also Einzugsverfahren, auch aus Spanien, die jetzt über die SEPA schon auf das deutsche Konto zugreifen müssen. Es gibt da nur eine Ausnahme, die ein oder andere Telefongesellschaft, die ist noch nicht so glücklich mit den Abbuchungen auf einem deutschen Konto, aber ich bin mir sicher, das wird sich dann auch demnächst mal wieder ändern oder man sucht halt einen alternativen Anbieter. Aber für alles andere muss man nicht unbedingt ein spanisches Konto eröffnen. Ja, dann haben wir jetzt unsere Immobilie gefunden. Wir haben unsere spanische Steuernummer. Wir kommen jetzt zu einem Notar. Mhm. Verträge müssen über Notare gemacht werden. Ja, in Spanien ist ja so, dass auch in Spanien privatschriftliche Verträge gültig sind. Das ist ja der erste Schritt, den wir als Makler ja mit unseren Kunden machen. Das heißt, bevor wir zum Notar gehen, wird ja in der Regel auch eine Reservierung erstmal unterschrieben, um auch beiden Parteien ein bisschen Zeit zu geben, sich zu organisieren. Und wenn wir dann zum Notartermin kommen, dann ist der Notar derjenige, der das Ganze für das Grundbuchamt rechtskräftig unterschreibt. Nur diese Urkunde kann man ins Grundbuchamt bringen. Das heißt, unser Privatvertrag natürlich nicht, aber der Notar ist die einzige Instanz, die diese Urkunde, diesen Kaufvertrag eben fürs Grundbuchamt fertig machen kann. Jawohl. Dann Notarkosten, die richten sich mit Sicherheit nach dem Wert genau.
der Immobilie. Wer zahlt die Notarkosten? Die Notarkosten zahlt immer der Käufer in Spanien und die richten sich natürlich ganz klar nach der Kaufsumme. Es gibt eine Gebührentabelle, genau wie in Deutschland hier auch, das ist alles fixiert. Um Ihnen eine Idee zu geben, normale Abwicklung, kleines Apartment, kleiner Bungalow, liegt der Notar vielleicht bei 750 Euro in etwa, also keine große Sache. Ja. Der Notar hat hier auch vielleicht ganz interessant mal zu wissen, auch nicht die gleiche Funktion wie in Deutschland, weil in Deutschland geht ja grundsätzlich auch die finanzielle Abwicklung über das Notar-Anderkonto. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Hier bestätigt der Notar den Kaufvertrag, aber das Geld fließt unter Umständen über einen bankbestätigten Scheck oder über Banküberweisung, nicht immer über das Konto des Notars. Barzahlungen sind nicht üblich. Barzahlungen sind nicht üblich und nicht erlaubt. Also man muss nicht mit dem Koffer runterkommen und seine 5-Euro-Scheine da drin gesammelt haben. Es müssen alle Zahlungen per Banküberweisung oder bankbestätigten Schecks kommen. Im Gegenteil, in dem Notarvertrag muss heute explizit jeder Cent der Kaufsumme nachgewiesen werden. Man hat ja häufig dann in der Zahlungsaufstellung verschiedene Posten. Unter Umständen wird eine Hypothek noch abgegolten oder es wird eine Schuld noch bezahlt oder ein Teil der Zahlung geht zu einer anderen Person, wie auch immer. Es muss jeder Cent aufgeführt werden und sogar von welchem Konto es gekommen ist, auch wenn es ein ausländisches Konto ist und wohin es gegangen ist. Also es ist ganz transparent. Jawohl. Dann haben wir hier in Spanien eine Steuer, die wir in Deutschland gar nicht kennen. Plusvalía, Wertzuwachssteuer. Das heißt, der Katasterwert von der vorherigen Eintragung zum Katasterwert der aktuellen Eintragung der Immobilie, darauf ist bei der Gemeinde eine Steuer zu entrichten. Stimmt's? Genau, das ist diese sogenannte Wertzuwachssteuer auf den Bodenpreis. Der Katasterwert ist hier in zwei Kategorien unterteilt, einmal der Bodenpreis und einmal die Immobilie. Und diese sogenannte Plusvalía richtet sich also zum Glück nur auf den Bodenpreis. Und da wird nur die Entwicklung betrachtet, wie war der Bodenpreis zum Beispiel 1996, als ich die Immobilie gekauft habe, wie ist der Bodenpreis heute 2021 und da gibt es einen Koeffizienten, den das Ayuntamiento, also die Gemeinde hier dann zugrunde legt und das ist die Plusvalía, die dann gezahlt werden muss. Dann haben wir, nachdem wir die Plusvalía, wer zahlt die Plusvalía? Wollte ich gerade dich unterbrechen, die zahlt übrigens der Verkäufer. Da sollte man aufpassen, weil hin und wieder, auch das passiert gerade bei privaten Absprachen sehr häufig, dass der Verkäufer versucht, alle Kosten, die ihn betreffen, auf den Käufer abzuwenden. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde immer, jeder muss seine eigenen Obligationen erfüllen. Und da ist es rechtens, wenn dann auch die Plusvalía von dem bezahlt wird, der sie auch nach Gesetz bezahlen muss, nämlich der Verkäufer. Genau. Und da ist Folgendes zu beachten, da der Verkäufer bezahlen muss. Ist es ein residenter Verkäufer und er zahlt sie nicht, geht die Gemeinde gerichtlich oder als Embargo gegen den Verkäufer vor. Ist der Verkäufer kein Resident, dann ist angehalten, diesen Plusvalía-Betrag bei dem Notar zu hinterlegen als Zweitzahlung, wenn der Verkäufer es nachgewiesen hat, dass er es bezahlt hat. Genau, man kann es auch so sagen, dass die Immobilie für diese Plusvalía, für diese Wertzuwachssteuer eben haftet. Und gerade insofern, wenn der Verkäufer ein Nichtresidenter war, deswegen da meine Empfehlung, die Kosten dafür müssen oder sollten immer vom Kaufpreis abgezogen werden. Da haben wir also wieder einen weiteren Passus in der Notarurkunde, wo dann explizit erwähnt wird, der Käufer zieht so und so viel ab von dem Kaufpreis, um später für den Verkäufer diese Plusvalía zu zahlen, mit dem Vorteil, der Käufer, der neue Besitzer kann sicher sein, dass diese Steuer auch wirklich bezahlt wurde. Ja, dann haben wir also die Plusvalía ist eine Gemeindesteuer, die haben wir abgearbeitet. Und jetzt will das spanische Finanzamt ja auch noch was drum verdienen. Genau. Eine Grunderwerbsteuer. Mhm. Ist auch in Deutschland zu zahlen. Also keine Angst, das ist nichts Erfundenes hier der Spanier, sondern die Grunderwerbsteuer ist zu zahlen vom Käufer. Vom Käufer, ja. Es sind 6,5% auf den Kaufpreis, die dann innerhalb von 30 Tagen nach dem Notartermin zu entrichten sind ans Finanzamt. Genau. Dann haben wir praktisch soweit fertig, dass wir unser Eigentum gekauft haben. Mhm. Und jetzt passt mal auf, wir machen nämlich jetzt einen kleinen Cut. Und nächste Woche geht es weiter. Da kriegen wir das andere. Was kann ich mit meiner Immobilie machen? Was für Kosten kommen auf mich zu? Und wo muss ich aufpassen bei der Immobilie? Seid gespannt und guckt nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, das Wort zum Sonntag aus dem Hotel Maritim Bleier. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.